Am Donnerstag bekamen Fans und Spieler eine besondere Stadtführung durch die Heimat der Fortuna, Flingern. Thomas Bernhard von der Geschichtswerkstatt führte an die Orte des Heimatstadtteils, die für die Flingeraner von Bedeutung waren und teilweise fast vergessen sind. Es gibt ja den Hoffelder Hof mit Toni Turek, als er vier Tage nach der Weltmeisterschaft da empfangen wurde von einer Riesenmasse von Fans. Da werde ich so einiges erzählen. Und halt eben dann auch ein bisschen Flingern-Geschichte und auch was so vielleicht hinter den Kulissen gelaufen ist, wo halt hier und da die Geschäftsstellen waren. Das hat ja nicht alles hier am Flingerbruch stattgefunden, sondern halt eben auch an anderen Orten. Neben den Fans, die die Führung gewonnen hatten, waren auch Jerome Kiesewetter, Julian Koch und Ilas Bebu mit dabei. Anhänger und Spieler kamen sich mit dieser Aktion näher und lernten viel über die Geschichte ihres Vereins.